In der Zwischenzeit ist es so, dass Bayern München auf Jahre wahrscheinlich, die nächsten 10 Jahre, werden die mindestens 9-mal Meister. Und da musst du halt auch sehen, wie kriegst du auch wieder Spannung in diese Bundesliga rein. Mich interessiert nicht der Abstiegskampf, ehrlich. Mich interessiert auch nicht, ob da in der Europa League jetzt der oder der am letzten Spieltag noch gewinnt. Ich möchte Spannung in der Bundesliga haben. Und für mich steht inzwischen fest, dass Spannung steht über Tradition. Und da gucke ich halt nach England und da sehe ich, dass Vereine wie Traditionsvereine, wie Chelsea, Man City, die sind heute wieder in der Lage, Meister zu werden. Warum? Weil sie über Investoren halt Geld bekommen haben. Bei Abramovic kann man ja noch jetzt unterschiedliche Meinungen sein. Das Stadion Chelsea, bevor der da war, wenn der einmal dagegen getreten ist, ist das ganze Stadion zusammengefallen. Der muss sagen, heute haben die Infrastruktur da stehen. Ich glaube, dass man das auch richtig aufklären sollte. Und dass man den Fans auch sagen kann, dass man nicht irgendwas anders machen will, dass die Fans nicht interessieren oder Tradition nicht interessant ist. Sondern die macht sie auch vielleicht nur deshalb, weil sie Traditionsvereine auch sind, weil sie die Fans haben. Ich glaube, das sollte man zusammenbringen und jetzt besser erklären. Dann ist es, glaube ich, auch möglich. Ja, wenn man auch das Beispiel jetzt mit 60 München als Beispiel, man hat über den Ismaik jetzt immer geschimpft. Es ist gut, dass der bei 60 München ist, weil sonst wären die 60er damals, hätten sie gar keine Lizenz mehr gekriegt. Sollen wir die dann ganz verschwinden lassen? Also von daher gibt es jetzt nicht so viele Dinge, die jetzt schlecht sind dabei.